ich gerade durch die CBD-Marke, die wir haben und die Supplements, die wir machen, halt sehr intensiv merke, Tag für Tag, wie unglaublich schlecht gesunde Menschen für unser System sind. Ja? Weil wir haben ja, weil an gesunden Menschen verdient man ja bekanntlich kein Geld. Hey Natural Biohacker, was geht bei dir? Und herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge des Natural Biohacking Podcast. Und ich habe heute Lars Müller zu Gast. Und er ist ein Serial Entrepreneur, digitaler Nomade und Lean Enthusiast. Was das alles ist, das wird er uns gleich noch erklären. Und er liebt es, neue Wege zu gehen, Fehler zu machen und seine eigenen Grenzen zu sprengen. Sein erstes Unternehmen hat er schon mit 18 Jahren angemeldet. Und natürlich weiß er auch, wie wichtig ein gesunder Lebensstil für die Performance so eines Unternehmers ist. Und daher beschäftigt er sich auch viel mit dem Thema Biohacking in unterschiedlichen Bereichen und hat da auch seine eigene Nutrition-Marke Solid Mind gegründet. Aber damit ich jetzt nicht die ganze Zeit hier erzähle, vielleicht sagst du, was du sonst noch so alles machst, Lars. Hey Robin, danke, dass ich hier sein darf. Super spannend, dich letztens auch mal wirklich richtig kennengelernt zu haben und doch gemerkt, dass wir doch viele Dinge irgendwie in common haben. Und ja, ich bin Lars, 29 Jahre und tatsächlich schon seit ich irgendwie 16, 17 bin, schon so irgendwie selbstständig. Habe schon mein Leben lang eigentlich immer nur die Dinge gemacht, wo ich irgendwie Bock drauf hatte und die dann halt auch irgendwie aufgebaut. Genau, war viele Jahre lang DJ, habe Events gemacht in meinen ganz jungen Jahren, habe dann eine Softwarefirma aufgebaut und bin dann 2015 in den Supplement-Markt gegangen mit der Firma Solid Mind, wo wir auch aktuell remote aufgestellt sind. 16 Leute mittlerweile, doch ganz, ganz ordentlich gewachsen in den letzten Monaten noch. Das ist so in Kurzzusammenfassung, was wir so machen. Okay, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Und ja, natürlich auch toll, dich kennenzulernen. Ich habe dich ja vorher schon verfolgt, habe dich auch schon auf einigen Events halt gesehen. Du bist ja auch Public Speaker in verschiedensten Bereichen, ja. Nicht nur zum Thema Unternehmertum, Biohacking, sondern auch Kryptowährung zum Beispiel. Also es ist Wahnsinn, ja, was du alles machst auf jeden Fall. Und und wir haben uns in Polen kennengelernt. Ja, da hat ja der Markus eine Vacation gemacht von der Freiheits-Business-Konferenz, wo wir auch beide auf der Bühne stehen durften. Und und da hatten wir auch nochmal die Chance, so ein bisschen intensiver in die ganzen Sachen reinzugehen. Und ich glaube, selbst die Woche hat nicht gereicht. Nee, das stimmt. Ja, aber was mich jetzt interessieren würde, wie schaffst du es denn, auf so vielen Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen? Und was ist so die Motivation dahinter? Ja, das ist eine super lustige Frage, die ich immer sehr häufig gestellt bekomme. Ich muss mal gucken, wie ich das richtig zusammenpacke. Es ist so, wenn du, sag ich mal, der gängigen Literatur folgst und auch irgendwie anderen Leuten im Internet folgst, sagen die Leute Fokus, ja, sich auf ein Ding zu fokussieren, ja, irgendwie Attention geht dahin, wo der Fokus ist und so weiter. Ja. Und ich habe halt irgendwie vor ein paar Jahren erkannt, dass es mir halt, dass dieser Early Stage, sorry für mein Denglisch, ich habe irgendwie super viel Englisch zurzeit, was ich spreche und lese und darum switcht es immer, aber es ist alles gut. Das ist ja normal auf dem Podcast. Ja, okay, gut. Wie gesagt, dass mir halt diese frühe Phase bei Projekten immer unglaublich viel Spaß gemacht hat. So dieses diese Idee zu haben, ja, und dann die Eier und den Mut zu haben, die Dinge einfach dann aufzubauen, die Fehler zu machen, darum auch irgendwie in der Beschreibung, so ist dieser Lean Enthusiast, ja, weil ich einfach Bock habe, irgendwie rauszufinden, wie Dinge funktionieren, wie Systeme funktionieren, wie irgendwie Gesellschaften oder halt irgendwelche Bereiche funktionieren und mich da halt durch Fehler machen und so irgendwie durcharbeite. Und ich habe dann eine lange Zeit irgendwie auch gedacht, so stimmt was mit mir irgendwie nicht, ja, weil ich mich halt nicht auf ein Ding fokussieren kann. Ich kann mich nicht auf ein Ding fokussieren und das halt irgendwie 2 Jahre lang durchziehen. Mir macht es Spaß, ein paar Monate, und sobald Dinge funktionieren, verliere ich das Interesse daran. Okay. Ja. Es ist super spannend. Und dann habe ich gesagt, okay, was mache ich da jetzt? Meine Softwarefirma for Solid Mind ist, by the way, genau daran gescheitert letztendlich. Wir haben krasse Kunden gehabt wie Audi und Sportcheck, R&V und so. Und die ersten 1-2 Jahre war wirklich richtig cool und viele Fehler gemacht und so. Aber dann lief es halt und dann habe ich das Interesse verloren und ich hatte nicht das Umfeld, nicht die Systeme und das Setup, was ich jetzt habe.
Und dann ist es halt, hat es nicht mehr so funktioniert und dann bin ich ausgestiegen und habe was Neues gemacht. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, Lars, ich will eigentlich das machen, was mir Spaß macht mein Leben lang. Warum bin ich Unternehmer, ja? Ich bin Unternehmer nicht nur wegen des Geldes, eigentlich gar nicht wegen des Geldes, weil ich extrinsisch eigentlich fast null motiviert bin, sondern weil ich Bock habe, einfach selbstbestimmt das zu machen, was ich einfach gerne mag. Und da habe ich angefangen, ein System, also ein Ökosystem um mich herum aufzubauen, was meine Sachen, die ich nicht so gut kann, wie zum Beispiel Dinge konsequent weiterführen, ja, repetitive Aufgaben, ja, Dinge exakt abzuschließen, exakt durchzuführen, habe ich einfach angefangen, Leute einzustellen, als allererstes, die mein Komplementär sind. Ah. Und das ist eigentlich auch so meine Lösung, wenn du dir mein Team anschaust. Ich weiß nicht, inwieweit du dich mit Persönlichkeitstypen schon auseinandergesetzt hast. Ja, sehr. Aber es ist eine sehr, sehr große, also wir haben, ich will nicht lügen, aber wir haben bestimmt mittlerweile 6 Konsule in meiner Company. Okay. Ja? Also ein Konsul zeichnet sich ja dadurch aus, dass er irgendwie so ein bisschen bodenständiger ist, irgendwie auch intrinsisch motiviert ist, Dinge irgendwie vollständig abzuschließen und so, aber jetzt nicht ganz introvertiert ist, ja. Und wir haben super viele Konsule, ja. Ich bin Aktivist, ich war früher mal Entertainer, das hat sich ein bisschen verändert über die Zeit. Das ist spannend, weil ich bin auch immer Aktivist und Entertainer, also manchmal Aktivist mehr, manchmal Entertainer. Ja, lustig. Für die Zuhörer, wir reden hier vom 16 Personalities Test, ja, und den kann man, glaube ich, auch kostenlos online machen, ja, richtig? Genau. Ja, genau, kann man kostenlos machen, genau. Lohnt sich auf jeden Fall, weil auf der Landingpage von 16 Personalities steht ja auch, dass es erschreckend ist, wie genau der ist, und es sind einfach nur ein paar Fragen, die man beantworten muss. Und darauf basiert auch unser kompletter Human Resources Prozess bei Solid Mind. Ne? Wir stellen nur Leute ein, da kann man auch 3 Podcast-Folgen drüber machen. Also, dass wir Leute nur einstellen, die intrinsisch motiviert sind überwiegend und wo der Persönlichkeitstyp zur Stelle passt. Ja? Mhm. Du brauchst keinen Aktivist auf eine Controlling-Stelle setzen oder auf eine Buchhaltungsstelle, das funktioniert nicht. Ja? So, und um zurückzukommen, ist das genau meine Solution. Ich habe gesagt, ich möchte viele Dinge parallel machen. Auch wenn alle sagen, du wärst schon viel weiter, wenn du dich auf eins fokussieren würdest. Aber es macht mir keinen Spaß. Ja? Ja. Und ich habe halt Bock, viele Dinge zu machen und habe ein Team um mich herum aufgebaut, die quasi diese Sachen, die ich hochwerfe, auffangen und weitertragen, weil sie nicht gut im Hochwerfen sind. Ja. Punkt. Okay. Ja, das ist natürlich gut, weil, ja, wie gesagt, die meisten sind, glaube ich, auch diese Scanner-Persönlichkeiten. Also ich nehme mich da, glaube ich, auch dazu, um einfach so viele Sachen halt, viele Interessen halt zu haben. Ja, und ja, und das, was in der Persönlichkeitsentwicklung aktuell halt der Fall ist, ist, dass viele halt sagen, nein, du musst dich auf das eine Ding konzentrieren. Und das kann natürlich auch richtig sein, ja. Aber wenn du jetzt natürlich so ein Typ bist, der gerade mehrere Bälle in der Luft halten will und der da auch Spaß dran hat, dann finde ich es auch richtig stark, dass du das so für dich akzeptierst. Bist du mal irgendwie, hast dich mal damit beschäftigt, woher so diese Persönlichkeitsentwicklung bei dir jetzt speziell kommt, so dass du zum Beispiel auch gerne Sachen hochziehst und dann das Interesse dran verlierst? Hast du dich da mal mit beschäftigt? Es kam tatsächlich nach meiner Softwarefirma, die habe ich 2012 bis 2015 habe ich die aufgebaut während meines Studiums und so. Und davor war mir das noch nie so bewusst klar. Ja, ich habe immer gedacht, das ist falsch, aber ich habe immer die Gefühle gehabt in mir so, bei mir stimmt irgendwas nicht so, ja, also warum habe ich immer nur kurzfristig Interesse? Ich bin auch im Sport gut, viel Gewicht mit wenig Wiederholungen zu bewegen. Ich bin kein Ausdauersportler zum Beispiel. Ja, ich auch nicht. Ich mag es irgendwie einen harten Deadlift zu machen, einmal, one rep, ja, dann, das sind die Sachen, die ich geil finde, ja. So, und tatsächlich dann durch diesen Switch bei Solid Mind und dann vor allem durch die Entwicklung Solid Mind, das war auch die Zeit ab 2015, wo ich mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt habe. Ich habe damals ein Buch gelesen, The Millionaire's Master Plan, was einen ziemlich scammy Titel hat, aber eins der besten Bücher ist, weil dort bin ich zum ersten Mal auf Persönlichkeitstypen gestoßen. Der teilt die da zwar nur in 4 Gruppen ein, aber vom Grundsatz her ist es so wie die 4 Farben bei 16 Personalities. Ja. Ja. Und da habe ich auf einmal gemacht, so krass, stimmt, ich bin genauso wie der das da schreibt. Ja. Und das ist irgendwie halt eine Art, wie Menschen aufgebaut sind, ja, dass die Menschen gut Dinge gut können, Dinge schlecht können, und dann hat sich das so entwickelt und dann habe ich mein Leben und mein Business und alles, was ich mache, danach umgestellt, ja,
Und das war so die Phase, wo ich das aber durch so Reflektieren und Erleben und Erfahrungen machen, habe ich das erst so erkannt. Und durch dieses Buch vor allem. Ja. Und das war so ein bisschen die Zeit, ja. Okay. Ja, wie gesagt, ich finde das voll spannend, dass du da wirklich auf dich selbst vertraut hast, ja, weil die meisten gehen ja dann wirklich so ins Aus und denken, ja, warum bin ich nicht so, was stimmt mit mir nicht? Du hast ja auch so diese Anfänge gehabt, ja. Aber es ist doch, glaube ich, dann auch wichtig, so seine Individualität zu erkennen und sie dann halt auch zu fördern. Und man sieht ja an dir, das ist das beste Beispiel, dass das auch erfolgsversprechend ist. Danke dir. Richtig cool. Gab es mal Momente, wo dir alles zu viel wurde? Ja, auf jeden Fall. Ja. Gibt's auch heute noch, obwohl es viel weniger geworden ist. Das hängt einfach damit ab, dass wir einfach mehr Leute haben, ja, die auf die Arbeitslast irgendwie aufgeteilt wurde. Ich hatte bei meiner Softwarefirma Zeit ein oder zweimal in sehr engen Abständen das Gefühl von so einem anfänglichen Burnout, wo ich echt gemerkt habe, das ist der Grund, warum ich aus dem Dienstleistungsgeschäft kein Interesse mehr habe, weil wir hatten halt Druck von außen, von unseren Kunden. Ja. Das Team war irgendwie krank und unsere Dienstleister waren ausgebrannt und alles. Ja, und wenn du einfach dann Druck von außen nicht mehr abgeben kannst oder nicht mal durch zwei Nachtschichten eine Lösung bauen kannst, das sind dann so Momente, wo dann so Drucksituationen entstehen, dass auch Burnout entstehen kann, meiner Meinung nach. Ja. Und das war schon, da waren wir dann wirklich krass alles zu viel. Da habe ich auch wirklich bewusst wahrgenommen, was der Körper dann für Reaktionen, ja, Tränen und dass einfach alles zum Breakdown dann auch da ist. Es war bei mir dann zum Glück nur ein Tag, weil das sind genau die Momente, wo bei mir dann so eine unternehmerische Intelligenz dann anspringt, ja, wo ich dann am nächsten Tag dann sofort wieder im Lösungsfindungsmodus bin. Aber das war schon super krass. Und natürlich in der Anfangszeit von Solid Mind auch, aber da tatsächlich eher durch die neuen Erfahrungen, die ich hatte, durch in der Zeit davor und die Sachen, die ich da erlebt habe, wusste ich dann schon eher, auf was ich achten muss und wie ich mit den Dingern dann umgehe, mit den Problemen. Und heute gibt es fast gar nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Okay. Ist natürlich auch ein gutes Tool, wenn du sagst, okay, ich konzentriere mich dann halt eher darauf, Lösungen zu finden, anstatt irgendwie vielleicht dich zu sehr auf die Probleme zu fokussieren oder vielleicht auch so ja ein bisschen Selbstmitleid zu versinken. Das ist wahrscheinlich bei dir gar nicht die Frage gewesen. Das gibt es bei mir auch nicht. Das gibt es auch nicht in meinem Team. Das akzeptiere ich auch nicht. Okay, richtig. Also einfach so, ich meine, Probleme sind da. Ich liebe Probleme. Ja, ich bin ein Problemlöser schon seit ich irgendwie 15 bin. Ja, warum hab ich Partys gemacht? Ja, ich war DJ und habe halt in meinem Schlafzimmer aufgelegt und ich fand es blöd, dass ich nicht in irgendwelche Clubs auflegen konnte bei mir unten hier im Allgäu. So, weil die alle Resident DJ. Was hab ich gemacht? Einfach eine eigene Party veranstaltet. Gar nicht, weil ich Geld verdienen wollte, sondern weil ich einfach selber dann in dem Club aufgelegt habe. Ja, so ist halt so die Mentalität. Und auch so die Leute, dieses Complaining, das kann ich überhaupt nicht so wirklich verstehen. Also A, die Energieverschwendung, die da reinfließt. Ja. Ich meine, nichts dagegen, wenn man einfach mal abkotzen muss. Verstehe ich. Habe ich auch ab und zu. Ja. Aber auch wenn mein Team, sage ich so, wir brauchen gar nicht weitersprechen. Wenn du nur von Problemen sprichst, da kommen wir nicht voran. Lass uns in Lösungen denken. Was sind potenzielle Lösungen? Auch wenn jemand mit einem Problem im Team zu mir kommt, der braucht nicht mit dem Problem kommen, wenn er nicht mindestens eine Lösung mitbringt. Jeder hat eigene Ideen, wie man Probleme lösen kann. Die meisten trauen sie sich nur nicht auszusprechen. Genau, das ist der Punkt. Und da sage ich, hey, es kann nichts passieren. Ja, da habe ich so das Leadership-Mindset einfach. Okay, ich sage so, hey, ich will dich dabei supporten, das Problem zu lösen, aber das Problem können wir nicht lösen, wenn ich dir die ganze Zeit irgendwelche Pflaster auf deine Probleme draufklebe, ja? Sondern lass mich lieber dich dabei unterstützen, wie wir das Problem gemeinsam lösen. Ja? Und so gehe ich da an die ganzen Sachen ran. Es gibt für fast alles eine Lösung, ja, wie du sehr wahrscheinlich auch weißt. Ja, auf jeden Fall. Ja, das lösungsorientierte Denken ist halt so, so wichtig. Weil ich merke halt auch, wenn ich zu viele Probleme so einfach gerade aktuell im Leben habe und mich da halt nur zu sehr auf die fokussiere, ich komme einfach nicht weiter und ich werde halt müde. Ja? Das ist halt wirklich eine Energieverschwendung, wie du schon sagst. Wo wir da bei dem Thema Energie sind, vielleicht nochmal so zu diesem Punkt, wo du kurz vorm Burnout standest. Gab es vielleicht auch schon jetzt zum Thema Biohacking so ein bisschen den Bogen zu spannen? Gab es schon gewisse Sachen, die du dort ausprobiert hast? Zum Beispiel irgendwelche Supplements oder Sport? Gab es da schon was, wo du vielleicht damit gearbeitet hast? Ja, also das war so ein bisschen auch die Zeit, wo ich einfach, ich meine, das hatte ja nicht
Es hatte ja sozusagen einen gewissen Grund, warum das passiert ist. Mittlerweile glaube ich daran, dass alles irgendwie einen Grund hat, ja, dass Dinge passieren, so wie sie passieren. Und ich habe mich in der Zeit parallel schon viel mit der Paleo-Ernährung auseinandergesetzt und wusste auch, habe mich eine Weile lang auch schon ketogen ernährt. Habe einfach gemerkt, dass ich viel leistungsfähiger bin, wenn ich mir mittags nicht das Brötchen reinziehe und mir meinen Insulinspike in mein Hirn knall. Und das war so ein bisschen so das Setup. Ich habe zu der Zeit auch schon viel mit Nootropics rum experimentiert, was ja auch der Einstieg zu SolidMind war. Focus, mein erstes Produkt damals, was ich selber entwickelt habe, irgendwie so ein Kapselprodukt, was eine angenehme Mental Clarity gegeben hat, ohne überzustimulieren. Und da hatte ich schon parallel dran gearbeitet, schon in dieser Zeit, ja, also nach diesem Burnout-Kurzerlebnis, als ich dann gegangen bin. Und das war so ein bisschen so mein Stack, mich irgendwie ketogen zu ernähren, weil ich da irgendwie gemerkt habe, dass meine Birne einfach den ganzen Tag an. Das waren auch so die Anfänge in diese Welt dann da. Die Transition dann auch zu Solid Mind und dann die Intensivierung von dem Thema so ein bisschen. Denkst du, dass man mit einer guten Supplementierung solche Downfalls auch irgendwie abbremsen kann vielleicht oder auffangen kann? Nein, glaube ich nicht. Okay. Nee. Ich meine, du kannst nur, glaube ich mal, die richtigen Elemente bereitstellen, dass du schneller Lösungen findest. Ja, aber ich glaube nicht, dass du, sag ich mal, so krasse Fehler oder so Burnout-Erfahrungen irgendwie komplett abwenden kannst, weil das einfach externe Faktoren sind, die da häufig auch reinkommen, ja, wo du nicht dazu kannst. Ich beschäftige mich, wie ich dir eigentlich schon gesagt habe, gerade seit ein paar Wochen intensiv mit Microdosing. Ja. Ich glaube, das ist ein Weg, wo sowas, also sag ich mal, ein Tool, das habe ich von dir gelernt, ja, da das sowas als Tool zu, also das Wort Tool finde ich halt einfach super, ja. Das auch so Themen wie Ayahuasca und solche Themen einfach als Tool zu sehen. Da bin ich mittlerweile von dem, was ich gelesen habe und die Erfahrungen werde ich jetzt erst in den nächsten Tagen und Wochen machen. Das kann einen davon abhalten, meiner Meinung nach, weil du einfach dein Mindset sich ändert und du Dinge vielleicht anders sehen kannst, aber das kriegst du, glaube ich, mal nicht hin von einem Supplement-Stack. Meine Meinung. Ja, klar. Denke ich auf jeden Fall. Also das muss immer so ein bisschen ganzheitlich auch sein. Und dadurch helfen natürlich Psychedelika, so ein Microdosing, da bin ich fest von überzeugt auch. Habe ja auch selber die Erfahrung schon teilweise machen können und dürfen. Und ich denke auch, was ganz wichtig ist, diesen State of Mind halt zu kreieren, ist auch eine regelmäßige Meditationspraxis zum Beispiel. Also wenn du jetzt am Morgen dich hinsetzt und meditierst und am Abend vielleicht nach einem harten Tag, der bei dir vielleicht auch wirklich, dass du da sehr im Kopf bist am Abend, könnte ich mir noch vorstellen, machst du dann sowas auch, dass du mit Meditation arbeitest, um ein bisschen runterzukommen? Ja, es ist super lustig. Meine Beziehung zu Meditation ist, also mein Facebook-Status wäre, es ist kompliziert. ich habe schon Meditation, wusste ich schon immer und die Apps und so. Ich habe die ganzen, weil es dann irgendwie so, wie heißen die alle? Headspace. Calm und Headspace und so, genau. Als ich gekommen bin, habe ich die schon gesehen. Ich habe es immer wieder mal ausprobiert. Aber ich habe nicht verstanden, was das mir bringen soll. Ja, so ein Typ wie ich, wenn ich zum Arzt gehen würde, würde man mir wahrscheinlich ADHS attestieren oder so in die Richtung, ja. Ich konnte nie so richtig sitzen bleiben und habe auch den Mehrwert für mich nicht erkannt. Bis vor einem Jahr, als irgendwie Klick gemacht hatte, ich auch ein bisschen mehr angefangen habe, mit Coaches und Mentoren an Dingen irgendwie bei mir zu arbeiten, irgendwelche Issues, die ich mit mir selber habe und mit meinem Hirn habe, ja. Da ist Meditation in mein Leben gekommen. Mittlerweile meditiere ich unregelmäßig, meistens morgens. Ich habe mittlerweile auch das Muse Headband gekauft, was ich ziemlich geil finde. Ja, kenne ich auch. Was einfach diese Brainwave Activities im Hirn ist, weil das so ein Weg ist, wo man mich eher dazu kriegt, weil ich das einfach als kleiner Nerd einfach geil finde, irgendwie zu sehen und was man da alles so mit machen kann. Aber tatsächlich bin ich, wenn dann jemand, der sich morgens hinsetzt, aber wie du mich auch kennengelernt hast, mir fällt es ziemlich schwer, Dinge langfristig zu etablieren. Ich hatte jetzt vor ein paar Monaten eine Phase, da habe ich eine krasse Morning Routine gehabt, irgendwie mir meinen Bulletproof Coffee zu machen, während der Kaffee zieht, 10 Minuten zu meditieren, dann irgendwie mindestens 10 Seiten zu lesen und mich dann erst an die Arbeit zu setzen. Aber die ist halt jetzt schon seit 2-3 Wochen wieder schon komplett obsolet. Und ich habe halt für mich entschieden und gemerkt, so, wenn meine Intuition mir sagt, ich brauche das jetzt,
dann mache ich es. Ja. Und wenn ich, wenn es gerade nicht reinpasst, dann mache ich es halt nicht. Aber abends meditieren habe ich tatsächlich auch schon mal versucht, auch mit dem Muse Headband. Mhm. Und das ist mega krass, den Unterschied zu sehen, wenn ich mich morgens hinsetze und mein Hirn noch leer ist. Ja. Was super schwierig ist, weil es an ist, wenn der Wecker klingelt. Ja. Mhm. Mich dann zu, also dann mit der Meditation bin ich viel calmer, wenn ich das abends mache. Da kann ich mich fast nicht. Also das ist, da müsste ich, glaube länger meditieren, glaube ich mal, 30 Minuten mindestens, um 10 Minuten zu brauchen, um mal die Gedanken so ein bisschen runterzudrücken. Und genau. Ja. Vielleicht eine kurze Side-Note noch. Es ist halt so, dass alle Probleme, die wir haben, bei mir gerade sehr positiv sind. Ja, ich glaube, es ist nochmal ein massiver Unterschied, ob du richtige Probleme negativer Art hast. Ja. Mhm. Challenges negativer Art, dein Business funktioniert nicht, keine Ahnung, du hast Stress mit deiner Familie, whatever. Ja. Ja. Also diese Eu-Stress und die Stress oder so. Ja, Eu-Stress. Ja. Geschichte, bei mir sind alles immer positiver Stress. Ja, oder die, das, was ich in den letzten 2 Jahren erfahre. Und das ist nochmal ein bisschen was anderes, glaube ich mal. Ja. Ja, spannend. Also, was ich dir vielleicht auch noch empfehlen kann, so, weil wenn du am Abend mehr nicht meditieren möchtest oder einfach so den Sinn halt nicht drin siehst, oder was heißt den Sinn da nicht drin siehst oder einfach keine Zeit hast, am Abend mache ich meistens so ein Schlaftraining halt noch, ja. Und das heißt, ich nehme meine Headphones, ne, so Noise-Canceling-Headphones, und da gibt's bei Spotify richtig geile Listen, ja. Eine, die ich jetzt richtig feiere, ist zum Beispiel Max Richter, das heißt auch Sleep, das Album. Das habe ich letztens von einem Podcast-Gast empfohlen bekommen. Und damit schlafe ich halt wirklich wie ein Baby. Und ich sehe das halt auch als Meditationstraining, ja. Und das ist halt wirklich die Frage, weil du hast jetzt auch gesagt, okay, ich arbeite sehr intuitiv, vielleicht brauche ich das jetzt aktuell nicht. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied, dass wir halt meistens denken, okay, Tony Robbins und Tim Ferriss und so, die haben jetzt so eine krasse Morgenroutine, und wenn ich die nicht habe, dann bin ich nicht erfolgreich. Ja, genau. Dabei kommt es halt einfach darauf an, wie du solche Routinen halt auch in deinen Alltag einbaust. Ja, es kann zum Beispiel auch eine Meditation sein, seinen Kaffee ziehen zu lassen und einfach nur den Kaffee zu beobachten oder spazieren zu gehen oder mit seiner Freundin schöne Zeit zu zweit verbringen. Und das ist, glaube ich, so der Unterschied. Tatsächlich, also wenn ich so darüber spreche, so was mir morgens auch, was tatsächlich meine Meditation ist, ich stehe relativ, bin früher immer so um 5 aufgestanden, mittlerweile ist eher so 6. Ich habe auch da den Shift hinbekommen, zu sagen, okay, wenn mein Körper mir signalisiert, ich brauche mehr Schlaf, dann gebe ich ihm mehr Schlaf, weil es wird schon einen Grund haben, warum. Mhm. Und einfach, wenn ich um 5.30 Uhr, 6 Uhr aufstehe und hier auf meinen kleinen Balkon rausgehe und es alles, die Welt schläft noch, ja, diese Stille, und auch dieses Internet, was dann immer noch halbwegs ruhig ist, ja, das ist ein Grund, warum ich abends nicht so lange wach bleiben will, also es gibt dann wieder so die Abendmenschen, auch wie meine Freundin, die ist eher so ein Abendmensch. Ja. Da sind wir noch viel, also bis 23 Uhr wach bleiben tut halt nicht so weh wie 6 Uhr aufstehen oder 5, ja. Mhm. Und darum bin ich da, es ist so ein bisschen so meine, einfach diese Morning, einfach morgen, und ich, tatsächlich, was ich jeden Morgen konsequent mache, ist mir Kaffeebohnen zu mahlen, mit einer Wasser aufzukochen, mit einer Aeropress, mir meinen Kaffee aufzubrühen und dann mir einen Bulletproof zu zaubern. Mhm. Zurzeit plant-based, mit einem Teelöffel weißen Mandelmus und ein bisschen Kokosöl, ein bisschen MCT. Wow. Ab und zu mache ich noch einen Teelöffel Pistazienmus rauen. Mega geile Kombination. Okay, das habe ich noch nicht gehört. Okay, krass. Ja, und nehme dann noch vielleicht irgendwelche anderen, ein, zwei andere Plants in mein Programm mit auf. Und dieser Prozess dauert allein schon so 15, 20 Minuten so. Und das reicht mir eigentlich, ja. Und dann Das ist halt dein Biohacking Morning Ritual, ne? Und ja, genau. Und das ist klein und fein. Genau. Und das ist absolut, passt auch absolut so wahrscheinlich in deinen Lifestyle rein, so. Und das ist ja das Wichtigste. Ja, richtig spannend auf jeden Fall. Also ich bin ja auch so ein Fan von Ritualen, ja, Routinen. Ich habe zwar auch eine Morgenroutine, so, ich halte die jetzt so vielleicht dann 4 bis 5 Tagen die Woche relativ strikt ein, aber dann gibt's halt auch mal Phasen, wo es halt nicht so ist. Und ich glaube, da dürfen wir wieder mehr so auf unser Gefühl auch hören, auch so mit dem ins Bett gehen und aufstehen. Und ja, es ist ein gutes Takeaway auf jeden Fall auch für die Hörer, denke ich. Ja. Yeah. Nochmal so zu dem Thema Microdosing. Es interessiert mich natürlich. Gibt es da etwas, was du jetzt machst schon aktuell oder was du austesten willst?
Nee, also ich hab lustigerweise, weil ich war letztens auf einem Festival mit einem guten Freund und da habe ich ihm von Kratom erzählt, was ja, weiß nicht, ob wir das Thema jetzt hier noch besprechen wollen, was jetzt nicht in die Microdosing-Welt eigentlich passt, aber halt auch eine Pflanze ist, die in einer geringen Dosierung schmeckt wie Grüntee irgendwie. Ja. Sehr, sehr, sehr bitter halt auch, so ein bisschen so wie kaffeeähnlich wirkt, aber ohne diesen Pushen-Effekt. Ja. Und da hat sich irgendwie so diese Türe geöffnet und habe ich dann mit ihm drüber gesprochen und er hat mir dann von Microdosing erzählt, dass er da seit ein paar Wochen irgendwie massiv drin ist und irgendwie mit Magic Mushrooms oder Psycho, wie heißt der wirklich? Psilocybin. Psilocybin. Genau. Als Schwertwort, ja. Ich sage immer Mushrooms, ja. Quasi die ersten nach diesem Standardprotokoll, ja, one day off, one day dosing, two day off und so arbeitet. Und das Thema, ich habe da so eine super Affinität dazu und habe mich jetzt auch massiv eingelesen und jetzt auch werde ich, denke ich mal, diese Woche mit Mushrooms starten. Mhm. Da so irgendwie mal 30 bis 60 Tage mal irgendwie als, sag ich mal, Kur arbeiten und dann mal schauen, wie es mir taugt. Und dann ist die Welt von Microdosing ja relativ vielfältig und groß. Okay. Aber ja. Bei Mushrooms, was ist deine Intention jetzt dahinter? Super spannend. Also ich habe natürlich von vielen Leuten gelesen und deren Berichte gelesen. Und ich aus Spaß mache ich sowas nicht. Ja, ich habe eigentlich immer ein massiver Gegner und habe sehr große, nicht Gegner nicht, aber sehr viel Respekt vor alles, was psychedelische Wirkungen hat. Ja. Ich habe auch noch gar keine Erfahrung mit dem ganzen Thema, also was Psychedelics angeht. Und es ist so, es ist ein bisschen private, aber ich kenne viele Leute und das ist auch bei mir so, ich habe so ein Self-Love-Thema. Ja. Ja. Ich bin immer schon ein Typ gewesen, der unglaublich gerne Dinge für andere macht, ja? Aber ihm es unglaublich schwer fällt, Dinge für einen selber zu machen. Und das sieht man auch an meiner Art, wie ich arbeite, an der Art, wie schwer es mir fällt, Routinen aufzubauen, weil für wen mache ich es? Für mich ist es schwierig greifbar. Da ist die Connection nicht da, ja? Zu mir selbst. Und ich kann mir vorstellen, dass das Microdosing mir die Möglichkeit gibt, präsenter zu sein, ja, Dinge vielleicht aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Das ist die Intention, mit dem ich auch da reingehe. Ja, ich werde sehr viel journalen in dieser Zeit, sehr viel dokumentieren, was passiert, um einfach diese Connection zu mir selber noch mehr aufbauen zu können. Weil ich sehr häufig merke, dass ich einfaches Ding sparen, ja. Ja. Geld für sich sparen, für die Zukunft sparen, fällt mir unglaublich schwer. Ja? Okay. Weil für wen mache ich es? Für mich, ja, aber da fühle ich es nicht. Ja? Und ich habe da auch schon mit Coaches und so weiter dran gearbeitet und ich merke aber, dass ich auf diesem Logical Level da nicht weiterkomme. Ja? Und darum haben sich da jetzt halt immer, ist uns diese Themen in mein Leben gekommen. Ich habe es nicht aktiv danach gesucht. Ja? Genau, das sind so ein paar Sätze um dieses Thema rum und da bin ich gespannt, ob das da ein Ansatz sein kann. Ich habe von vielen Leuten gelesen, wo das genau da dann die Lösungen dafür auch waren, auch mit dem Kollegen, mit dem ich mich da in letzter Zeit sehr intensiv austausche. Ja. Und genau. Okay. Ja, erstmal danke fürs Teilen, Lars, so dieser persönlichen Gerne. Geschichte schon. Und ja, ich denke auf jeden Fall, dass da Psychedelika helfen können und auch werden. Ja, gerade das Thema Microdosing ist, glaube ich, da auch gut so für den Einstieg. Eben, und das wird ja halt immer beliebter halt auch das Thema. Ich weiß, ich habe im Sommer in Berlin auf einer Veranstaltung gesprochen, da hat auch jemand zum Thema Microdosing gesprochen. Der Raum ist voll, ne? Die Leute, die wollen da mehr wissen. Und es gibt ja erst seit Kurzem irgendwie so Berichte und Studien darüber. Und deswegen ist es ein Thema, was wahrscheinlich in Zukunft noch sehr, sehr spannend wird, vor allem für Unternehmer, ja, die vielleicht eher so in anderen Aspekten vielleicht brillant sind, ja, und und dann vielleicht so gerade auf diesem Stress oder bei dir jetzt Self-Love, diesen Themen vielleicht noch ein bisschen Luft nach oben haben. Ja. Und da ist glaube ich, Psychedelika und gerade auch Mushrooms sehr interessant. Ich habe da auch schon Erfahrungen gemacht mit Psilocybin, habe es noch nicht microdosed so, und ich glaube, das hat ein sehr, sehr hohes Potenzial. Ja. Ich kann jedem empfehlen, das ist auch
einer der Gründe, warum ich da gerade so pumped bin in diesem Bereich. Ich habe letztens auf der Autofahrt eine Podcast-Folge von Tim Ferriss gehört. Ja. Das ist gerade eine, der hat, glaube ich, 2 Folgen, eine ältere von 2015, mit diesem einen Professor, der das Thema LSD, Microdosing, da ja so krass vorangetrieben hat und auch viele Studien schon gemacht hat. Aber das war letztens so eine Panel-Diskussion, die er aufgenommen hatte. Und Tim Ferriss hat ja vor 1 oder 2 Jahren seine Tech-Investments komplett eingestellt, ja, mhm. und macht seitdem nur noch Biotech, ja, weil er der Meinung ist, und das war auch so ein bisschen das Topic, dass quasi psychedelische Erfahrungen in einem kontrollierten Umfeld, ja, ob es jetzt eine Ayahuasca-Erfahrung oder eine LSD-Erfahrung oder eine Mushroom-Erfahrung ist, aber in einem, sag ich mal, ärztlichen Umfeld, unglaubliche Fortschritte Menschen gibt, die Depressionen haben, Social Anxiety, whatever, ja, sogar bis hin zur Schmerztherapie. Und da gerade vor allem in den USA unglaublich viel passiert, ja, wo Menschen, keine Ahnung, die über Jahre, und ich lese gerade ein ganz cooles Buch, irgendwie A Really Good Day heißt es, glaube ich mal, ja, von der Dame, die ist wie so ein Tagebuch geschrieben, 30 Tage Microdosing LSD gemacht hat und halt davor jahrelang auf den krassesten Serotoninhämmern und so weiter war und alles, was man halt so nehmen muss, wenn man Depressionen hat und krasse Schmerzmittel und so weiter und einfach danach nichts mehr nehmen musste und die Effekte vor allem geblieben sind nach dieser Erfahrung, ja. Und das ist halt so das, was ich halt auch, ich bin ja auch so jemand, der gerne in die Zukunft schaut und jemand, der auch ein bisschen visionärhaft denkt und halt den Ansatz finde ich super spannend, ja, weil ich gerade durch die CBD-Marke, die wir haben und die Supplements, die wir machen, halt sehr intensiv merke Tag für Tag, wie unglaublich schlecht gesunde Menschen für unser System sind, ja, weil wir haben ja, weil an gesunden Menschen verdient man ja bekanntlich kein Geld, und da einfach zu sehen, wie sich das entwickelt, ja. Du sprichst du gerade ein anderes großes Thema an, da werden wir wahrscheinlich auch noch kurz drauf eingehen gleich. Ja, gerne. Um die Sache mal zum Abschluss zu bringen zum Thema LSD, Mushrooms und so weiter. Es gibt ja viel, es gibt ja nicht nur LSD und Psilocybin, es gibt ja auch Iboga, glaube ich, gibt es viele Ancient Medicines, die man microdosen kann. Und das ist auch ein Thema, wo ich mich in Zukunft noch mehr mit beschäftigen werde und wahrscheinlich auch so den einen oder anderen Professor noch auf dem Podcast holen will. Mega. Weil hier in der Schweiz ist es natürlich, ist es schon ein bisschen mehr angekommen. Ja, also es gibt zum Beispiel schon viele Professoren, die sich hier auf der, bei der ETH damit beschäftigen. Aber es gibt natürlich auch einzelne Ärzte, die zum Beispiel mit LSD experimentieren, eben in diesen Safe Settings oder auch mit MDMA. Mhm. Und ich glaube, gerade so, wie du es gesagt hast, wenn du an einem Punkt bist, wo du auf einem intellektuellen Level halt nicht mehr weiterkommst mit deiner Herausforderung, die du gerade hast, dann kann Pflanzenmedizin auf jeden Fall ein Schlüssel sein. Aber es gibt natürlich auch zum Beispiel Sachen wie Breathwork, ja, die dich auch in diese Zustände bringen können. Da muss man natürlich schauen. Ich sage zum Beispiel, viele Leute sagen immer zu mir, hast du, glaube ich, auch zu mir gesagt, ich habe Respekt davor und so, ich habe auch ein bisschen Angst vielleicht davor. Mhm. Und das ist auch gut. Aber wenn du halt wirklich so krasse Angst hast, so dass du diese Erfahrung nicht machen willst, dann kann ich auch jedem empfehlen, einfach mal mit Atmen zu versuchen. Wim Hof Methode, Breathwork, holotropes Atmen. Und da kommt man genau auch an diese Zustände ran und an diese Erfahrung der Traumaauflösung. Und deswegen ist es auch ein sehr spannendes Thema, was eigentlich fast Hand in Hand geht, ne? Also ich glaube, holotropes Atmen ist ja damals auch quasi als LSD-Ersatz quasi so ein bisschen erfunden worden. Krass. Ich glaube von Stanislav Grof. Ja, ein spannendes Thema. Müssen wir auch mal anschauen. Er ist halt so vielleicht noch einen abschließenden Satz dazu. Ja, ich meine, vielleicht noch ein kurzer Schwenker. So, wir bei Solid Mind hier, ich glaube, wir arbeiten ja alle remote. Ja. Und ich wollte dieses Jahr ein Buch über Remote Work schreiben. Hatte auch schon einen krassen Verlag, der da irgendwie Bock hatte, mit mir das Buch in alle möglichen Läden zu bringen. Und ich habe es dann aber gelassen, weil ich gemerkt habe, dass Remote eigentlich nur ein Tool ist, ja, also das ist quasi, wir arbeiten von so einem Laptop überall her, aber es ist eigentlich viel mehr. Wir machen viel, viel mehr. Und wenn wir Leute einstellen, also unser Team, intrinsische Motivation, Persönlichkeitstypen zu identifizieren, dann die richtigen Positionen für diese Leute zu finden, stark darauf, auf den Mensch zu gucken, mich interessiert dein Lebenslauf überhaupt nicht, mich interessiert dein Titel nicht, deine Noten nicht, ja. Berufserfahrung ist natürlich wichtig, um mal zu gucken, ob es auch von den Fähigkeiten passt, aber
wie gesagt, ich kann Menschen im Kern nicht verändern. Skills kann ich Menschen beibringen. Ja. Und da habe ich einfach gemerkt, wie krass das ist, wie wir aufgezogen wurden, wie unsere Eltern waren, wie unsere Eltern mit Geld umgegangen sind, wie sie mit sich selber umgegangen sind, was das für einen Impact auf uns Menschen hat. Ja, mein Self-Love-Thema kommt nicht von irgendwo her. Ja, ja klar. So, und da einfach, und darum kommt das auch gerade alles so in mein Leben rein, weil das halt super spannend ist. Wenn du die Dinge auflösen kannst, ja, eröffnen sich halt super viele weitere Potenziale. Und wir sehen halt einfach die Leute, die sich bei uns bewerben. Das hängt alles so ein bisschen zusammen, ne? Die halt irgendwie 20 Jahre Corporate Work gemacht haben. Okay. Mega abgefuckt sind von diesem System und wie dort geführt wird, wie dort limitiert wird, politisch limitiert wird und so. Ja, und da kommen wir auf einmal in so ein Setting rein wie bei uns, wo es auf einmal irrelevant ist, wann du arbeitest, von wo aus du arbeitest, ja, wo du gefördert wirst, ja, und so weiter. Und das ist super spannend, das alles so zu sehen. Und darum bin ich da auch interessiert an Lösungen, wie man solche Geschichten irgendwie heilen kann, ja, solche Dinge, die man halt hat in den Menschen. Ja, cool. Ja, richtig spannend auf jeden Fall. Und ja, auch schön, dass du dich so öffnest und das halt auch so an deinen Visionen uns alle teilhaben lässt. Vielen Dank nochmal dafür. Ja, gerne. Und ja, das Thema Cannabis ist natürlich jetzt auch vorhin kurz aufgeploppt. Ja, ich sehe auch hier im Interview steht Cannabis Lars. Genau. Du hast ja auch, oder ihr habt ja auch eine CBD-Brand. Vielleicht magst du da noch mal kurz was zu erzählen. Das ist ja gerade ein bisschen schwierig, auch die Situation. Du weißt, ich mag Probleme, ja. Ja, genau. Also pass auf, ich interessiere mich für Cannabis schon seit einigen Jahren, ja. Und ich rauche auch gerne Joints. Mittlerweile bin ich medizinischer Cannabis-Patient, wo ich legal Cannabis konsumieren darf. Ich hänge das jetzt nicht so riesig an die Glocke, ist jetzt im Podcast ein bisschen schwierig, aber ich laufe jetzt nicht raus mit Joint rum und lege es jetzt darauf an, dass die Polizei mich irgendwie sieht, ja, weil die alte Welt ist noch nicht so wirklich, für mich, den mein Ausweis zeigt, dann ist schwierig und das ganze Thema ist eh schwierig. Und auf jeden Fall habe ich da eine sehr starke Affinität zu dieser Pflanze, ja, weil ich sie einfach, ich weiß nicht warum, aber sie fasziniert mich unglaublich, wie sie wächst, wie sie aussieht, wie sie riecht. Ja. Ich habe früher auch mal ein bisschen gegrowt, ja, eigentlich nur des Anbauens wegen. Ich habe alles danach verschenkt, ja, weil ich bin kein Stoner, ja, der dann irgendwie jeden Abend sich zudichtet. Ja. Aber irgendwie habe ich da so eine Affinität. Und ich wollte schon immer irgendwas im Cannabis-Bereich machen. Ich habe mich dann auch schon informiert, als damals diese zwei Lizenzen rausgegeben wurden für diesen Medical-Cannabis-Bereich. Ich habe gemerkt, das sind so krasse Auflagen. Als Deutscher ist es unmöglich, da reinzukommen. Du brauchst Joint Ventures mit irgendwelchen Kanadiern oder Amerikanern. Und dann kam letztes Jahr in Bali, als ich da viel am Traveln war, saß ich mit jemand zusammen, der so Website-Projekte und Amazon-Projekte verkauft hat oder immer noch verkauft. Und der hat gesagt, hey Lars, ich habe eine Anfrage reinbekommen von der Marke Hempamed. Der Typ will das irgendwie verkaufen. Und ich halt sofort Feuer und Flamme gewesen und habe dann alles dafür in die Wege geleitet, dass wir diese Marke gekauft haben für eine gute sechsstellige Summe, weil das sozusagen im CBD-Bereich oder im Cannabis-Bereich generell halt super schwierig ist, Brands aufzubauen, weil du keine Marketingmöglichkeiten hast. Facebook sperrt dich, Google sperrt dich, ja. Du kannst nur über SEO, Affiliate-Marketing und ein bisschen E-Mail-Marketing irgendwie halt arbeiten. Genau, so sind wir da eingestiegen im CBD-Markt. Hempamed heißt die Marke. Ich glaube, wir gehören mittlerweile zu den Top 5 der größten deutschen CBD-Brands. Ist auch unser Hauptgeschäft aktuell tatsächlich. Dann machen wir am meisten Umsatz, am meisten Units, gehen am meisten Leute rein. Und ja, natürlich ist es ein schwieriges Business, weil wir jeden Tag, ich habe hier einen fetten gelben Brief links neben mir liegen vom Lebensmittelamt, der, mit denen ich das mittlerweile irgendwie, den habe ich mehr Kontakt wie mit meinen Großeltern, ja, weil die halt ständig versuchen, uns irgendwie an den Karren zu fahren mit dem Thema Novel Food, ja, also kurze Erklärung vielleicht dazu, alle Pflanzen und Inhaltsstoffe, die vor 1997, nagel mich nicht fest, ja, schon in einem großen Rahmen im Einsatz waren, das ist sehr schwammig gehalten, sind quasi nicht novel, also nicht neuartig. Und alles, was danach auf den Markt kam, muss quasi von Novel Food, also muss quasi approved werden von der EU.
Ja, so, und da ist ein Grapefruit-Extrakt durchgegangen, da ist ein Aloe Vera, eine Chiasame, da ist alles durchgegangen, ja. Mhm. Und solange man halt Novel Food isst, darf man halt nicht verkaufen, ist man nicht verkehrsfähig. So, jetzt gibt es in diesem Novel Food-Katalog 3 Einträge. Einmal Cannabis Sativa, also der Nutzhanf, EU-Nutzhanf, da gibt es einen Sortenkatalog mit 20 verschiedenen Sorten, glaube ich mal, die hier überall in Deutschland angebaut werden für Hanfsamen und Fasern und so weiter. Ja. Mhm. Und dann gibt es einen anderen Eintrag für, sag ich mal, Cannabinoide, also als allgemeines, und da ist der Vollspektrum-Extrakt gemeint. Das heißt, da wird der Hanf, die Hanfpflanze wird genommen, wird einmal durch eine CO2-Extraktion gejagt, und da kommt da so eine schwarze Schuhcreme-artige Soße raus, was sich mittlerweile Vollspektrum-Extrakt schimpft. Und das war auch nicht Novel Food. Ja? Mhm. So, und dann gibt es einen dritten Eintrag, CBD, also Cannabidiol, als isolierte Substanz, und die war schon immer Novel Food, was ich auch verstehen kann. So. Und im Januar diesen Jahres hat sich die Ampel von Grün einfach auf Rot gestellt. Ja, so ein Ampelsystem. So. Ja. Da hat irgendjemand da drin entschieden, dass halt quasi Vollspektrum-Extrakte Novel Food sind. Und seitdem ist große Panik am Markt. Lebensmittelämter haben natürlich, also sind verpflichtet, muss man sie ein bisschen in Schutz nehmen, sind verpflichtet, uns quasi Marken anzuschreiben und uns eigentlich vom Markt zu nehmen. Und der große Vorteil, den wir aktuell alle noch haben, ist, dass Novel Food kein rechtlich verbindliches Instrument ist, sondern lediglich eine Empfehlung. Ja. Okay. Das wissen viele nicht. Es ist jetzt nicht so, dass es jetzt irgendwie super loose ist, ja, sondern es ist halt, man kann sich darüber streiten. Es ist kein Gesetz. Ja. Ein Gesetz, da kann ich mich vor dem Richter nicht streiten drüber. Ja. Das ist einfach Gesetz. Ja. Novel Food ist kein Gesetz. So. Und das machen wir gerade. Wir streiten uns. Ja, wir sind einfach anderer Meinung. Habe ich auch sehr viel gelernt in den letzten Monaten. Auch was sehr positiv auf mein Self-Love-Thema war, weil ich eben nicht gesagt habe, okay, sorry, wir stellen alles ein. Und gesagt, so, okay, wir kämpfen einfach dagegen, weil es einfach Quark ist, eine Pflanze, die schon seit Hunderten von Jahren auch in Deutschland und Umgebung angebaut wird. Und nur weil wir die durch eine Presse jagen und mit Bio-Hanfsamenöl mischen, warum soll das neuartig sein? Ja, und das ist so ein bisschen so die Challenge, die wir halt haben. Das ist Part 1 und Part 2. Wir haben jeden Tag sehr, sehr viele Sendungen an Kunden. Wir kriegen jeden Tag rührende Nachrichten von Menschen, die besser schlafen können, die weniger Schmerzmittel nehmen müssen, die mit ihren Depressionen besser umgehen können. Es ist einfach unglaublich. Du findest keinen Wirkstoff, der so facettenreich eingesetzt werden kann wie CBD. Ja. Und das gibt quasi noch on top einfach mir die Energie, und da kommt der aktivistische Persönlichkeitstyp durch, ja, wo ich einfach sag so, da muss ich einfach kämpfen. Ich kette mich jetzt nicht an einen Baum, ja, so aktivistisch bin ich nicht. Aber das ist einfach ungerecht. Ja. Und genau, und ich bin natürlich parallel immer auf der Suche und sehr offen für andere Themen im Cannabis-Bereich, weil es einfach, wir sehen es in den USA ist, und ich weiß, wie Cannabis mir hilft. Ich konsumiere fast täglich Cannabis in kleinen Mengen, und ja, das muss einfach weiter vorangetrieben werden, das Thema. Ist es auch so Microdosing-Cannabis, was du machst eigentlich? Nee, tatsächlich nicht, aber es ist jetzt so wie ich Cannabis nutze, warum bin ich medizinischer Cannabis-Patient? Ich habe allergisches Asthma. Ja, vor allem in meiner Jugend sehr, sehr krass gehabt. So, wenn ich bei Tieren war, mit Katzen, Hunden, ist meine Bronchie zugegangen. Ich konnte nicht mehr richtig atmen. Jetzt nicht so super krass, wie es bei vielen ist, die dann irgendwie, wenn sie jetzt nicht ein Spray kriegen, gleich sterben, aber schon super unangenehm. Und THC hat die gleiche bronchienerweiternde Wirkung wie Sulbutamol, was in den meisten Sprays drin ist. Ja, und das wissen auch viele nicht. Und jetzt gerade in der Allergiezeit und so, und wenn ich irgendwelche Lebensmittel konsumiere, die mir nicht so gut tun, merke ich, dass meine Bronchien ein bisschen zugeht. Und da konsumiere ich eine kleine Menge THC, meistens in so einem Pen, ein Isolat drin ist oder quasi so eine extrahiertere Variante wie ein Wax drin ist. Weil ja Rauch per se dann auch nicht so gut ist für die Bronchien und die Lunge. Ja, ich habe auch einen Vaporizer hier, diverse.
Und das ist quasi so eine Menge, wo ich nicht stoned werde. Ja, also nicht, wo das, dieses High-Gefühl, was durch THC ausgelöst wird, eben nicht so stark da ist. Aber halt meine Bronchien unglaublich aufgeht. Nach 2 Minuten, ja, habe ich 0 Probleme mehr. Und das hält dann auch an. Super, super spannend, ja. Und natürlich abends, ich bin jetzt nicht so der Alkoholtrinker. Ich mache mir, trink ab und zu mal irgendwie alle 2 Monate gern mal ein Glas Wein. Aber ich rauche halt dann lieber ein bisschen Cannabis, ja. Und ich bin jetzt niemand, der sich so hart wegdichtet. Das mache ich nicht, ja. Sondern eher. Nein, ich kann das total verstehen. Mhm. Ich kann das total verstehen, weil ich bin genauso, also meine Freundin und ich, wir trinken ja jetzt seit 9 Monaten oder so nicht. Ne? Wir haben ja gesagt, wir machen jetzt das 2019 alkoholfreies Jahr einfach mal. Mega cool. Und wir gehen aber trotzdem auch gern, ich glaube auch wie du, so gern mal so Party feiern, zwar zum Beispiel Street Parade jetzt am Wochenende und so. Wir haben noch, glaube ich, hinter der Bar auch ein bisschen gearbeitet, so for fun. Und da rauche ich halt auch lieber einen Joint, ne? Als irgendwie mich, keine Ahnung, mit welchen anderen Drogen zu nehmen oder Alkohol, was für mich ja mit die schlimmste Droge eigentlich ist, wenn man es nicht richtig einsetzt. Ja, mega. Und ja, und deswegen finde ich das vollkommen legitim. Und hier in der Schweiz ist ja auch also ein großer CBD-Hype, glaube ich, wie überall. Ja, Schweiz ist da ziemlich gut unterwegs, ja. Ja, definitiv, ja. Wie siehst du die Zukunft im Cannabis jetzt, wenn du da mal rausblicken möchtest? Mhm. Sekunde kurz. So, also lass es uns aufteilen in CBD und THC, ja. Mhm. Also ich meine, im THC-Bereich, das wissen auch viele nicht. Deutschland ist in Europa das einzige Land, was so weit ist im Bereich Medical Cannabis. Wir sind mittlerweile, glaube ich mal, von damals 5.000 bis 10.000 medizinische Cannabis-Patienten. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei 70.000 bis 80.000 Menschen, die in Deutschland legal Cannabis konsumieren dürfen und das zu großen Teilen mittlerweile auch von der Krankenkasse erstattet bekommen, auch wenn es immer noch sehr schwierig ist. Mhm. Kein Österreich, kein sonst anderes Land in Deutschland, auch ein Holland nicht, also Niederlande nicht, ja. Da ist es auch nur halbwegs entkriminalisiert, aber auch für medizinische Zwecke noch nicht wirklich legalisiert, ja. Und wir hatten ja im März letzten Jahres da diesen Switch, und das ist super spannend. Ich sehe auch, als ich damals mir meine ersten Blüten in der Apotheke geholt habe, für 20 Euro das Gramm, da gab es halt irgendwie zwei Strains, also 2 Marken, ja. Mittlerweile gibt es, glaube ich, mal 14 oder so, ja. Und das ist super spannend da zu sehen. Es ist natürlich sehr, sehr langsam, was da alles passiert, aber da passiert einiges und es wird sich auch was lockern, weil einfach die Pharma da auch ganz klar riecht, wo der Hase, also einfach merkt, was da einfach möglich ist. Ist immer noch ein bisschen belächelt. Ich glaube auch nicht, dass es in Deutschland legalisiert wird. Ich glaube auch nicht, dass es entkriminalisiert wird. Ich hoffe, dass es wenigstens entkriminalisiert wird, so wie jetzt in Spanien, in Barcelona oder so, wo es irgendwie die Cannabis Social Clubs gibt oder so, wo ich auch schon 1-2 Mal war. Cool. Was ich ein cooles Modell finde, by the way, ja. Also einfach nicht auf der Straße, nur drinnen. Finde ich eine coole Sache, weil das finde ich in Amsterdam nicht cool, ja, dass da so ein Cannabis-Tourismus dann entsteht. Das ist so die Sache. Ein Grund, warum ich auch im CBD-Bereich aktiv bin, ist, nicht jeder will high werden. Ja. Ich habe eine coole Grafik gesehen, so ein Kreisdiagramm, wo einfach 1/3 oder 1/4 THC und 3/4 CBD von der Marktgröße. Ja, weil einfach, du wirst halt einfach von THC high. Du kannst nichts machen. THC stimuliert den CB1-Rezeptor in deinem cannabinoiden System und der ist einfach stark im Hirn angesiedelt. Und außer du konsumierst eine große Menge CBD parallel, hast du einfach die psychoaktive Wirkung. Ja, und das ist natürlich geil für jemand, der irgendwie krasse Schmerzen hat und irgendwie wie Opioide sich einfach wegbeamen will, aber für einen Alltagsgebrauch doch, wenn du nicht so eine große Toleranz hast, halt schwierig. Ja. Und der CBD-Markt, da sehe ich noch jetzt extrem viel Wachstum. Ich meine, wir sehen das auch, einfach weil es den Menschen so viel bringt. Ja. Und die Frage ist einfach, wie lange dürfen wir noch verkaufen? Ich habe einen Plan B, ich habe einen Plan C und ich habe einen Plan D in meiner Schublade. Ja. Und ich
tausche mich auch sehr viel mit den anderen CBD-Marken aus. Da formen sich auch gerade Vereine, Allianzen, ja, wo einfach ja gegen dieses CBD-Thema irgendwie angekämpft wird, weil es einfach Nonsens ist. Ja, und da einfach versucht wird, irgendwie das zu schützen. Und es ist auch richtig so, ich meine, du musst einfach aufpassen, dass nicht so viel THC da drin ist. Ja, da haben wir auch super viel Geld bei uns, geht dafür Analysen drauf. Jeder Batch wird analysiert und ein Cannabinoid-Profil erstellt, dass da nicht zu, dass ganz wenig THC nur drin ist und so. Aber da sehe ich noch viel Upside-Potential, ja. Aber eben halt auch ordentlich Widerstand. Und da ist einfach die Frage, wer gewinnt, ja, und wie findig sind die Unternehmer in diesem Bereich? Wow, ja, da sind wir auf jeden Fall gespannt, so wie es in den nächsten. Da könnte man fast ein Buch drüber schreiben, ne? Das ist sehr spannend, so einen Film drüber drehen. Definitiv wird vielleicht sogar kommen. Ja. Nee, danke auch fürs Teilen jetzt nochmal. Also, es ist auch ein Thema, wo ich mich sehr viel mit beschäftige und ich finde das auch sehr spannend. Auf der einen Seite halt, was alles möglich ist mit CBD und mit Cannabis, THC. Und ich glaube, wenn wir da so ein bisschen nach Amerika schielen, so, dann sind die uns eh in einigen Sachen ziemlich weit voraus. Gerade auch LA und sowas mit CBD und Full Spectrum THC und was es nicht alles gibt. Ja. Ich hatte letztens erst mit dem Misha Janitz, hatte ich ein Interview. Ja. Und der war gerade in LA, der hat gesagt, das sind die CBD-Stores, die sind da schon aufgebaut wie Apple-Stores. So. Und es ist krass, ja. Und ich sehe auch so über die Podcasts, egal ob es jetzt Tim Ferriss ist oder Aubrey Marcus zum Beispiel, der ist ja auch sehr in diesen psychoaktiven Substanzen Vorreiter und er postet halt dann immer irgendwie bei Instagram so, der Staat ist jetzt, gibt es jetzt Magic Mushrooms oder sind jetzt legalisiert, ja, sagt er dann so. Und ja, ich bin mal gespannt so, ob die Welle dann auch letztendlich hier rüber schwappt. Ja, weißt du, was ich einfach das Geile daran finde, ist Folgendes. Die Generation, die jetzt ranwächst, ja, wir sind da schon ein bisschen älter, wir sind so ein bisschen die Vorreiter, die Türöffner gewesen. Die Leute lernen alle, dass sie ihre Gesundheit selber in die Hand nehmen können und nicht das alles glauben müssen, was der Arzt einem sagt. Ja. Meiner Meinung nach werden Ärzte sich auch wirklich umsehen müssen. Das habe ich auch durch das Buch Homo Deus in den letzten Seiten viel Lichtblicke bekommen, einfach weil Algorithmen wie Google und Facebook uns und unsere Gesundheit teilweise besser kennen, vor allem wenn wir sie noch mit Daten wie Variables und whatever feeden, ja, und irgendwelche DNA-Tests und Mikrobiom-Tests noch die Datenkonstrukt noch vollständig machen, schon fast viel besser kennen, ja, wie irgendwie ein Arzt, der einen speziellen Bereich sich angeguckt hat. Ich will das überhaupt nicht werten, ja. Ich glaube, Ärzte in Zukunft müssen quasi Datenströme auswerten und dann darauf uns helfen, die besser zu interpretieren. Ja, das könnte ein neues Berufsfeld für Ärzte sein. Ja, weil diese Single, weil das einfach so, wir haben das gerade, ne? Meine Freundin hat ein bisschen Probleme mit ihrer Gallenblase, mit so Gallensteinen. Zu jedem normalen Arzt, der sie geht, sagt, ja, muss man halt rausmachen. So. Schön Medizin. Aber sie will es halt nicht rausmachen, weil jedes Organ hat irgendwie so seinen Platz im Körper, auch wenn wir jetzt irgendwie jetzt uns die Ärzte sagen, ja, das hat man früher gebraucht, als man einmal in der Woche noch einen Tiger gejagt hat und so, und jetzt durch regelmäßiges Essen brauchst du es nicht und so. Anyway, auf jeden Fall, wir werden alle zu mündigen Bürgern. Ja, wir informieren uns im Internet, und darum ist es halt so spannend, ja, dass die Leute auf einmal über Microdosing lesen und im Internet in Foren lesen, ja, und das Wissen irgendwie transparent im Internet ist, ja, und ich irgendwo von anderen Leuten lesen kann, mir das dann irgendwie auch noch bestellen kann, ja, und dann meine ersten Erfahrungen mache und dann mich vielleicht sogar selber heilen kann, ja, und das ist auch ein Grund, warum ich die Blockchain-Technologie per se so spannend finde, ja, weil es nicht von einer zentralen Instanz gesteuert wird, sondern von uns als Menschen, ja, und da bin ich, es ist so good time to be alive, ja, es ist super spannend, einfach mal zu gucken, was in der Zukunft alles so passiert, wenn wir intelligenter werden, wenn wir als Menschen uns da weiterbilden und auf der anderen Seite die Algorithmen haben, ja, wie Facebook will die auch immer mächtiger werden und bin ich sehr gespannt, wie der Kampf, ob der friedvoll ausgeht oder wie der ausgehen wird. Ja.
So ein bisschen visionärhaft gedacht, ja. Ja, dann nutzen wir doch gleich so diesen visionären Vibe mal für so meine Abschlussfrage auch. Ja, wir sind dann schon am Ende eigentlich angelangt, obwohl ich glaube, wie so oft, ich sag's immer wieder, bei jedem Ende des Interviews, ich könnte wahrscheinlich noch stundenlang reden. Ja, richtig. Aber ja, man kann ja wieder mal eine Folge machen zu einem anderen Thema. Genau, richtig. Aber lass uns doch diesen visionären Vibe mal mitnehmen. Ja. Und ich habe jetzt mal eine spannende Frage, die habe ich so noch keinem gestellt. Oh. Ich glaube, die könnte da noch ganz gut passen. Okay. Stell dir doch mal vor, jetzt, du würdest jetzt die eine Generation überspringen. Also du würdest jetzt quasi in der nächsten Generation aufwachsen. Sagen wir mal so in 80 Jahren oder zwei, ja, kann man sagen, 80 Jahren oder so. Vielleicht sogar schon so zum 22. Jahrhundert. Oh wow, okay. Ja, das ist, ja, wie würdest du die Welt dort sehen? Also quasi, wenn du jetzt irgendwann mal Kinder haben würdest, so wenn dein Kind so langsam erwachsen wird, wie sieht es dann aus? Krasse Frage. Ich habe, wie gesagt, das Buch Homo Deus hat wirklich krassen Impact auf meine Denkweise, was sowas angeht, gehabt. Ja, ja. Und ich bin mittlerweile auch stark seiner Meinung. Also es gibt zwei Cases für mich. Case 1, ums Menschen gibt es nicht mehr. Ja, weil auch der Autor von Homo Deus schreibt, dass wir Menschen biologische Algorithmen sind. Ja, wir sind ja quasi Sklave unserer Gefühle, unserer Gedanken. Wir können nicht sagen, was wir jetzt in einer Sekunde denken werden. Wir sind quasi ein Ergebnis unserer Biologie, unserer Biochemie. Ja, sagen wir es mal so vereinfacht. Und umso intelligenter künstliche Intelligenz und Co. wird, umso mehr können die uns auch steuern. Ja, durch Werbung und durch, keine Ahnung, ja, mit irgendwie 100 Facebook-Likes kann uns Facebook und die Algorithmen dahinter besser beschreiben als irgendwie unsere Eltern, ja. So, also das ist so ein Case, entweder wir sind überflüssig geworden, wir biologische Fleischklöpse, ja, es gibt Algorithmen, die besser Lieder komponieren können und so, also das Buch lohnt sich auf jeden Fall und ist halt wirklich nicht irgendwie fiktiv oder so, sondern es ist halt wirklich real, ja, was da halt drin steht. Mhm. Ich werde auch alles nochmal verlinken, sorry, ich werde auch alles nochmal verlinken. Ja, tu es. Du hast ja jetzt ein paar Bücher auf jeden Fall, Podcasts und so empfohlen. Ja, definitiv. Kommt alles in die Shownotes. Auf der anderen Seite, das ist jetzt, also wenn es uns Menschen noch gibt, ja, das ist echt eine ziemlich, ziemlich spannende Frage. Also ich glaube, wir werden sehr, sehr eng mit diesen unglaublichen Datenströmen, die wir haben, irgendwie zusammenarbeiten. Ja, und es wird, glaube ich, auch viele neue Berufsfelder geben, die es jetzt so noch nicht gibt, weil nur die Berufsfelder überleben werden, die, sage ich mal, dieser Algorithmus- und Datenwelle irgendwie standhalten können, ja, die nicht dadurch überflüssig gemacht werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass so alte Jobs, ja, wie Nähen, Reparieren, Auto, Mechaniker, solche Geschichten, ja, dass da die nochmal so ein Comeback haben werden, weil die halt schwierig durch, außer wir haben jetzt krasse Roboter oder so, ja, ersetzt werden können. Ja. Ja, also es ist irgendwie so in diese persönliche Richtung geht. Aber ich bin sehr, sehr gespannt, vor allem durch das Buch, weil er das Ende auch so offen lässt, wirklich, das ist eine große Diskussion, da kann man jetzt Stunden drüber diskutieren, wie lange es uns Menschen in der Form, wie wir sind, überhaupt noch geben wird. Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass wir Menschen unendlich lange leben werden, ja. Und das ist auch ein spannender Gedankengang, den man mitnehmen kann. So wie wir jetzt Kühe und Tiere häufig als Produkte sehen, ja, gerade Milchproduktion oder so. Ich bin jetzt kein Veganer, aber ich habe meinen Fleischkonsum tatsächlich sehr, sehr stark reduziert, auch durch das Buch tatsächlich, dass mir nochmal viele ethische Komponenten gegeben hat. Und ich kann mir vorstellen, das ist der letzte Satz dazu, und das kann man schön offen lassen, dass Algorithmen und künstliche Intelligenz uns irgendwann, dass wir Menschen zu solchen Objekten werden, ja, weil an uns kann man Geld verdienen, ja, wenn wir lange krank sind, verdient das Gesundheitssystem viel Geld mit uns, wenn wir lange krank am Leben gehalten werden, ja, da wird Geld verdient, ja, und stell dir mal vor, wir können irgendwann 200-300 Jahre alt werden, da können andere Leute viel Geld mit Menschen verdienen, ja. Ja. Weil wir zum Arzt gehen, weil wir Medikamente konsumieren, weil wir Essen und so weiter konsumieren, ja, wir produzieren, ja, also wir generieren Geld, ja, wenn wir irgendwo arbeiten und dann geben wir es wieder aus. Und bin gespannt, ja, da kann man jetzt
sehr, sehr viel darüber irgendwie diskutieren. Aber die Matrix ist eben kein Film, sie ist Realität. Ja, es ist wirklich sehr, sehr spannend. Und wie das Datenthema ist durchaus, wir sehen es an der Trump-Wahl, ja. Ich habe letztens, gibt es eine richtig coole, kannst auch verlinken, richtig cool, ich glaube, The Hack heißt die Dokumentation auf Netflix, wo es um Cambridge Analytica geht, die Firma, die ja die Trump-Wahl quasi beeinflusst hat, dass Trump gewonnen hat, weil die eben von x Stück Amerikanern halt exakte Datenprofile hatten von Facebook und Co. und dann daraufhin halt die Werbekampagnen so strukturieren konnten, dass Trump gewonnen hat. Ja, und da siehst du halt mal sehr krass, wie wir als Menschen beeinflussbar sind, obwohl wir sagen, ja, wir haben ein Ich und wir sind selbstbestimmt und wir können selber entscheiden und so. Das zeigt einmal ganz klar das Gegenteil. Und da sieht man halt, sowas läuft halt auch auf Netflix, ne? Ja, mega. Also ich finde, ich starte einen neuen Podcast demnächst, der noch ziemlich top secret wird. Und ich hoffe, ich kriege irgendwie mal so einen Netflix-Deutschland-Chef oder so rein, weil es einfach super spannend ist, weil die einfach auf Basis dieser unglaublichen Datenmenge genau wissen, was sie produzieren müssen. Die wissen, wann du auf Pause drückst. Die wissen, wie viele Serien du hintereinander. Ich habe gestern 4 oder 5 Folgen Suits durchgesuchtet, ja. Die wissen halt ganz genau, was mir gerade taugt, ja, und können Split-Tests machen, whatever. Und da mal so ein bisschen, ich meine, die haben letztens ja auch eine Serie rausgebracht, How to Sell Drugs Online Fast, ja. Ja, habe ich gesehen, und sogar richtig Werbung gemacht. Ja, mega, dafür, bei uns in Wangen, hier an der Schule, ein riesen Plakat mit Ecstasy Pill drauf und so, wo ich dachte so, what the fuck? Was geht ab, Mann? Ja, und es war wirklich so eine Miniserie gewesen, um zum Antesten, wie gut die funktioniert. Die war mega gut gemacht, ja. Spannend, ja, in welcher Welt wir da aktuell leben. Ja, so viele Projekte, die du auch noch machen willst, wo kann man denn dann mehr drüber erfahren? Ja, ich sag mal so, ich bin jetzt nicht so der Social Media Muckel. Ich sollte da mal ein bisschen mehr machen. Instagram ist, glaube ich, eine ganz gute Quelle. @doinglean ist so mein Instagram-Handle. Da poste ich eigentlich so am meisten so ein paar Sneak Peeks. Ich werde da auch in meinem Podcast viel dann in Zukunft mit Posts und so publishen. Wenn ich da einen Weg gefunden habe, was zu mir passt. Ja, und das denke ich mir eine gute Anlaufstelle, Instagram. Okay, dann werde ich das auch noch verlinken. Natürlich auch so Solid Mind, ne? Deine Brand halt für Nutrition und Supplement. Genau. Finde ich auch sehr spannend. Und Hempamed natürlich auch für die Leute, die jetzt so ein bisschen so dieses CBD und Cannabis da, die Öle, die er macht, austesten wollen. Cool. Ich danke dir für eine Stunde harten Biohacker-Content. Mega. Plus. Er hat richtig Spaß gemacht und ja, ich freue mich schon drauf, dich bald mal wiederzusehen oder euch bald mal wiederzusehen. Ja, auf jeden Fall. Ihr seid jetzt auch immer noch mit dem Van unterwegs, ne? Nee, wir sind tatsächlich gerade wieder hier im schönen Allgäu. Da ist ja so die Family schon. Base und werden jetzt aber demnächst mal wieder ein gutes Stück unterwegs sein, wenn es jetzt hier wieder ein bisschen düsterer wird. Wir machen es einfach so go with the flow mäßig, wenn wir irgendwie Bock haben, hinzugehen und es sich richtig anfühlt, dann gehen wir dahin. Genau. Geil. Ja, da werden wir uns bestimmt auch dort, wo es sich richtig anfühlt. 100% Robin. Alles klar, Lars. Ich danke dir und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Nachmittag. Gerne, wünsche ich dir auch. Bis dann. Jo, ciao. Yes, Leute, was war das bitte wieder für ein sicker Podcast? Vielen Dank an Lars Müller. Lars ist ein wirklich grandioser Unternehmer und auch als Visionär sucht er stets nach innovativen Lösungen, wie er zum Beispiel in dem Podcast am Beispiel CBD erklärt hat. Und ja, und sogar in den letzten Tagen wurde ein Produkt von Solid Mind, das Produkt Sleep, in allen DM-Märkten Deutschlands gelistet. Und das alleine mit einem Remote-Team. Und das muss man sich natürlich auch erstmal reinziehen. Und was ich auch sehr interessant fand, ist, dass das Thema Microdosing hier wieder aufgeploppt ist, wie so oft in den letzten Podcasts. Nach der Empfehlung von Lars habe ich selber das Buch gehört, A Really Good Day von Ayelet Wortman, und kann es jedem nur sehr empfehlen.
Wer sich für das Thema Microdosing, in diesem Fall mit LSD, interessiert, sehr, sehr spannende Insights in den Alltag dieser Frau und wie sie halt mit ihren Problemen, Herausforderungen und auch ihrer Depression besser umgehen konnte in dieser Zeit. Sehr, sehr spannend. Check auch unbedingt Lars auf Instagram aus, weil da teilt er immer seinen Unternehmeralltag so in den Stories. Das ist auch für mich immer sehr, sehr spannend anzuschauen. Und auch die Produkte von Solid Mind, ja, die kann ich eben nur empfehlen, so für einen gesunden Lifestyle. Ja, das Produkt Sleep ist sogar seit kurzem in allen DM-Märkten Deutschlands gelistet und das mit einem Remote-Team. Das muss man auch erstmal schaffen. Ja, teile die Folge auch gern mit Leuten, für die das interessant sein könnte und verlinke mich auch mit Lars gerne auf Instagram, wenn du irgendwas aus dieser Folge mitnehmen konntest und wir freuen uns natürlich auch auf dein Feedback unter dem Instagram-Post oder auch bei Upspeak. Die Links dazu findest du natürlich in den Shownotes. Nun wünsche ich dir eine richtig geile Woche und bis bald. Stop acting small, dein Natural Biohacker.